Hi, ihr Lieben. Heute möchte ich euch vorstellen, und zwar von Redback. Und zwar ist es die Bade-Lightshow, also Underwater-Lightshow. Das Ganze habe ich vor kurzem über Redback bestellt. Und zwar ist es für in die Badwand so, kleines Licht. Ich zeige es euch gerade noch kurz. So hat es auf dem Also im Online-Shop ausgesehen. Bei dem Ganzen kommen 3 mal 3A Batterien hin. Das wird oben aufgeschraubt und dann tut man die Insetzung. Und unten hat es noch so ein kleines Teil. Ich weiß jetzt nicht, wie man das sagen soll. Und zwar da unten das, wo so Gewichte drin sind, und das muss ins Wasser gesetzt werden, dass es überschwimmt. Darf allerdings nur drauf gesteckt werden und nicht festgeklebt werden. Die Chiara zeigt euch jetzt halt mal, wie das Ganze aussieht, wenn man es anmacht. Hat man aber so Knopf. So. Ich mache mal kurz das Licht aus, dass man muss sehen, wie das Ganze im Dunkeln aussieht. So, Licht wieder an. Perfekt. So, wir zeigen euch das jetzt. Also es gibt verschiedene Stärke. Wenn nicht, mache ich, dass man es besser sieht, zeigt die Chiara im Dunkeln alle verschiedene Stufen. Ich sehe das jetzt seit einmal. Das heißt, es wechselt dann immer so, aber ganz langsam. Das ist einfach halt nur so bunt. Dann so ein buntes Disco-Licht. Und dann einmal, wo es halt auch nochmal so abwechselnd flackert dort, aber halt nicht mit sämtlichen Dingen. Also mit sämtlichen Farben, sondern immer so abwechselnd. So, jetzt lassen wir das Ganze mal in die Badwanne in, dass wir euch vorstellen können oder dass wir mal sehen, wie das Ganze in der Badwanne aussieht. Die Chiara setzt das da hier, wo nicht so viel Schaum im Wasser ist. Das wird dann vorsichtig dann hingesetzt. Und das tut dann halt, also das Teil schwimmt auf dem Wasser. Aber wenn man ausmacht oder wenn man das Teil in die Mitte von der Badwanne macht, dann tut das in der Badwanne halt Licht zaubern, buntes Licht. Selbst dort, wo es jetzt halt nicht ist. Die Chiara schiebt es jetzt halt mal in die Mitte, dann sehen wir es komplett. So, jetzt hat man jetzt hat im Helle sehen das hier auch, dass verschiedene Lichtreflexe kommen. So, es jetzt hat man sieht natürlich wesentlich halt besser aus, oder es tut wesentlich mehr leuchten, wenn der Schaum weg ist. Zum Beispiel, wenn man irgendwelche Badeöle oder so verwendet dort oder Badesalze verwendet dort, denke ich schon, dass das Licht man halt besser sieht dort wie jetzt hat. Wobei ganz so dunkel ist es hier jetzt nicht unbedingt. So. So sieht man das jetzt nochmal dunkler. Also eigentlich blinkt das jetzt halt die ganze Badwanne aus, sag ich jetzt halt mal. Sogar Man im kann es jetzt halt Badezimmer. schlecht erkennen, aber eigentlich ist mein Badezimmer jetzt halt ja doch schon bis hier Beleuchtet. beleuchtet. Alatan. Ich hoffe, euch hat der kleine Beitrag gefallen. Licht bitte an. So, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. So. Und ja, bis zum nächsten Mal dann, ihr Liebe. Tschüss, ihr Lieben.
Wie gesagt, das war jetzt die Underwater Light Show von Red